So, dann kommen wir zum letzten Vortrag in diesem Slot. Diesmal geht es um Machine Learning und X-Planung. Und da schauen wir mal, was der Julian Sils in seiner Masterarbeit dazu herausgefunden hat, beziehungsweise was dabei rausgekommen ist. Ich bin ganz gespannt, weil es gibt ja ganz viele alte Pläne, ne? Und was macht man mit diesen alten Plänen, ne? Ja. Das Stöhnen hört man, ne? Gut, okay, dann schieß los. Ja, herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Einsatz von Machine Learning zur Erstellung von XpandGMLs. Meine erste FOSGIS. Freue mich auf jeden Fall, hier zu sein. Direkt erstmal zum Einstieg ganz kurz über mich. Habe meinen Bachelor in Bonn gemacht, 2021 abgeschlossen. Bin dann an die RUB gegangen und mache da gerade meinen Master. Der volle Titel meiner Masterarbeit lautet Automatisierte Erstellung von XpandGML im Raster-Umring-Szenario, ein methodischer Ansatz unter Einsatz von Machine Learning. Das musste jetzt im Kontext dieses Vortrags ein bisschen abgekürzt werden. Des Weiteren bin ich während meines Studiums die ganze Zeit schon seit dem Bachelor Werkstudent bei LATLON gewesen. Und die sind auch eigentlich mein direkter Kooperationspartner der Masterarbeit. Genau, die obligatorische X-Planungsfolie. Ich habe hier mal dran geschrieben, XÖV-Standard, X-Planung, das heißt XML in der öffentlichen Verwaltung. Daher kommt auch dieses X. Anfangs hat man hier eine kleine Definition, was ist X-Planung überhaupt? Genau. Wichtig ist halt einfach, X-Planung besteht aus einem objektorientierten Datenmodell und diesem Datenaustauschformat XpandGML. 2017 wurde die Verwendung dann verbindlich durch den Beschluss des IT-Planungsrates und alle neu erschaffenen Bebauungspläne oder Planwerke generell müssen dann vollvektuell vorliegen. Unten hat man noch mal einmal hier dieses kleine Schaubild. Vorher Chaos, nach X-Planung Harmonie. Genau, jetzt zu meiner Problemstellung / Motivation. So wie ich es mitbekommen habe oder wie man es aus den Kommunen hört, ist die Umsetzung des Standards X-Planung noch immer nicht abgeschlossen. Also man hat noch immer ganz viele Papierpläne vorliegen oder Pläne sind andersweitig am Start, sage ich jetzt mal. Und die Umsetzung ist auf zwei Arten möglich. Einmal vollvektoriell. Das gilt dann einmal für die neuen Planwerke, die neu erstellt werden. Die müssen dann direkt vollvektoriell vorliegen. Und es gibt noch die teilvektorielle Bereitstellung im sogenannten Raster-Umring-Szenario. Ich werde dafür auch jetzt wahrscheinlich im Weiteren immer Raster-Umring-Szenario verwenden, das Wort. Das gilt dann meistens für Bestandspläne oder eigentlich nur für Bestandspläne. Genau. Was sind denn jetzt die Probleme bei der Umsetzung? Generell ist einfach ein Riesenaufwand, von einem Papierplan zu einem vollvektoriellen Planwerk zu kommen. Des Weiteren aber auch von einem Papierplan oder einem Scan-1-Plan zu diesem Raster-Umring-Szenario. Das sind ganz viele verschiedene Schritte. Wichtig ist halt auch, dass Bestandspläne noch immer Relevanz haben für Neuplanungen. Und deswegen lohnt es sich da eigentlich reinzuschauen, weil rechtlich ist es eigentlich nicht so, dass die Bestandspläne auch in XpandGML jetzt umgesetzt werden müssen. Also es gilt eigentlich nur für neue Planwerke. Gut, kommen wir dann ganz kurz zum Raster-Umring-Szenario. Was ist das eigentlich? Einfach gesagt, hat man den Geltungsbereich des Bebauungsplans oder des Planwerks in dem Fall jetzt. Und darauf setzt man dann einen Ausschnitt von dem Rasterplan, also der Rastergrafik. Grob kann man das in zwei Schritte aufteilen. Einmal das Ausschneiden und Georeferenzieren des Plangrundriss, also das ist der eigentliche Plan mit dem Geltungsbereich und eine Erstellung einer Vektorgeometrie des Geltungsbereichs. Ich dachte mir dann im Kontext meiner Arbeit, okay, diese Schritte, die kann man ja eigentlich automatisieren und zum Beispiel einfach durch Einsatz von verschiedenen Machine Learning Tools. Genau. Bevor ich aber jetzt auf diese ganzen Tools angehe und die Teilschritte, die ich identifiziert habe, gehe ich ganz kurz auf dieses Bild hier ein. Ich habe mal einen Bebauungsplan mitgebracht, weil wir sprechen immer von Bebauungsplänen oder von Planwerken. Man weiß eigentlich nie, wie sehen die jetzt aus. Also ganz einfach gesagt hat man hier auf der linken Seite eine Planunterlage mit dem eigentlichen Plangrundriss hier. Ich werde das auch so nennen. Die Planunterlage ist dann immer, sage ich jetzt mal, der ganze Ausschnitt mit dem im Hintergrund ALKIS. Und Plangrundriss ist der Plan selber.
Dann hat man immer noch die Planzeichenerläuterung. Das sind dann die zeichnerischen Festsetzungen nach § 9 Baugesetzbuch. Und die sind jetzt in diesem Fall hier nach der Planzeichenverordnung 90. Also die sagt sozusagen, wie müssen diese Planzeichen dargestellt werden. Des Weiteren hat man da noch textliche Festsetzungen und zum Beispiel hier Hinweise, Rechtsgrundlagen. Und auf der rechten Seite hat man dann noch eine kleine Übersichtskarte, die ist aber nicht unbedingt immer da. Und halt noch so Metadaten wie zum Beispiel, wer ist der Aussteller Stadt Marsberg in dem Fall und was ist der Name des Bebauungsplans. Gut, dann zu meiner Datengrundlage, weil für Machine Learning, beziehungsweise in dem Fall, in meinem Fall habe ich einmal vor allem ein neuronales Netz trainiert, braucht man eigentlich in der Regel immer Daten. Und ich hatte, einen kleinen Bericht gelesen von einem, dem Herrn Kogele, und der meinte halt, okay, bei ihm ist es daran gescheitert, dass er zu wenig Daten hatte. Deswegen habe ich mich auf die Suche nach Daten gemacht. Da habe ich den Datensatz von dem Inspire-Thema Planned Land Use aus NRW gefunden. Und dieser beinhaltet halt auf Landesebene vorliegende Bauleitpläne. Wichtig dabei ist, Bauleitpläne bedeutet nicht Bebauungsplan, sondern bezieht auch zum Beispiel Flächennutzungspläne ein. Der Datensatz hatte dann insgesamt 55.323 Bauleitpläne. Und jedes dieser Planwerke eine Geometrie mit einem Attribut Scan-URL. Das war halt sehr interessant für mich, weil da sollte eigentlich der digitale Scan des Bebauungsplans lokalisiert sein. Im weiteren Verlauf habe ich dann eine Filterung vorgenommen. Einmal nach dem Datum des Plans, also sozusagen, dass die Daten homogenisiert werden. Dass nur Pläne benutzt werden, die zeichnerische Planzeichen nach der Planzeichenverordnung 90 benutzen. Planart, in diesem Fall Bebauungsplan, weil die einfach am meisten vorliegen. Und Plantypen waren dann in dem Fall verschiedene, sag ich mal, einfache Bebauungspläne. Also da gibt es Innovationswerte. Abzugrenzen ist nur ganz klar der vorhabenbezogene Bebauungsplan, weil der halt Planzeichen verwenden darf, die nicht durch die Planzeichenverordnung 90 definiert sind. Genau, nach der Filterung hatte ich dann insgesamt 18.691 Bebauungspläne. Die Links habe ich mir dann durch so ein CLI-Tool XML Starlet extrahiert und dann mittels einem eingeschriebenen Web-Scraper habe ich dann die Links jeweils aufgerufen und die hinterlegten PDFs heruntergeladen. Im Nachfolgenden wurden die PDFs dann nach PNG umgewandelt, also PDFs, weil meistens liegen diese Scans halt einfach als PDF vor. Das ist das gängige digiloge Datenformat, was viel benutzt wird. Und letztlich für das Training habe ich dann noch eine manuelle Auswahl mit ein paar Kriterien, zum Beispiel, dass ich Pläne habe, die wenigstens eine recht gute Scan-Qualität haben. Klar habe ich da auch so ein paar reingemischt, die, sage ich mal, jetzt nicht perfekt waren, aber trotzdem so, dass die Daten schon homogen sind oder an sich homogen sind und sich für so das Training eines neuronalen Netzes zum Beispiel eignen. Genau. Kommen wir jetzt zu den Teilschritten der Automatisierung, die ich identifiziert habe. Die Teilschritte habe ich identifiziert anhand des Leitfadens der X-Leitstelle und des Musterpflichtenheft NRWs, weil beide Quellen haben verschiedene Schritte beschrieben. Wie kommt man eigentlich von so einem Scan eines Papierplans zum Rasterumring-Szenario? Das wurde da nie von 1 bis 5 jetzt, wie ich das hier aufgeschrieben habe, in diesem Fall erklärt. Aber ich konnte das, sage ich mal, durch diese Quellen ermitteln. Auf die identifizierten Teilschritte gehe ich jetzt im Detail weiter ein. Zuerst haben wir einmal eine Texterkennung. Dies erfolgt in dem Fall jetzt von meiner Arbeit mit dem Open Source OCR Tool Tesseract und der Python Bibliothek PyTesseract. Die bildet eigentlich nur einen Wrapper von der CLI. Und Ziel dieser Texterkennung ist halt die Extraktion der Metadaten eines Plans, wie zum Beispiel den Plannamen, Plannummer, falls vorhanden, Planart und Rechtsstand. Aber auch weitere Informationen, zum Beispiel textliche Festsetzungen, sind ja interessant, damit man die nicht einfach abtippen muss. Das ist noch nicht finalisiert und befindet sich derzeit noch in Arbeit, aber generell konnten damit auch schon ein paar gute Ergebnisse
erzielt werden. So, nächster Schritt ist der Vorschritt zur Georeferenzierung, die Segmentierung des eigentlichen Plangrundriss. Da habe ich ein bereits bestehendes Modell benutzt, das Instanz-Segmentierungsmodell YOLO 8-SEC. Das ist eigentlich von der Architektur her ein Convolutional Neural Net und das ist halt bereits trainiert auf so diesen Microsoft COCO-Datenset. Das heißt, man könnte es eigentlich direkt schon in Betrieb nehmen, wenn man, sage ich mal, zum Beispiel Autos identifizieren möchte oder so. Das Coole ist halt, dass es auch die Möglichkeit bietet, dass man das auf seine eigenen Trainingsdaten anwenden kann. So, bevor ich jetzt aber gesagt habe, ich trainiere jetzt ein Modell, um mir den Plangrundriss hier auszuschneiden, habe ich mir Gedanken gemacht, dass vielleicht doch sinnig ist, dass man einmal zwei Modelle trainiert. Und zwar das erste Modell segmentiert mir die Planunterlage mit dem Plangrundriss und noch eine extra Klasse, einmal die Übersichtskarte. Das hat den Hintergrund, damit sich das Modell sozusagen nicht vertut, weil oftmals konnte es sein, dass, sage ich mal, diese Übersichtskarte der eigentlichen Karte doch sehr ähnlich sieht. Und so hatte man ganz klar, so konnte man die halt ganz klar separieren. Genau, und das zweite Modell ist dann nur die Segmentierung des Plangrundrisses auf Basis des größeren Ausschnitts hier. Genau, und pro Modell wurden dann 1500 Bebauungspläne oder halt Bilder gelabelt mit dem Python-Tool LabelMe. Das ist so eine ganz einfache Bibliothek und ein ganz einfaches Interface, sehr performant deswegen. Und damit könnte man auch direkt die Daten aufteilen. Warum das wichtig ist, erkläre ich gleich noch. Man hat dann einmal 70% benutzt, also insgesamt 1050 Bilder zum Training, 20% für die Validierung und 10% dann fürs Testen. Genau, Training des ersten Modells. In YOLO gibt es verschiedene Modi, unter anderem den Train Mode. Ich habe da jetzt nicht viel zugeschrieben. Das müsste man mal im Detail klären, da könnt ihr mich auch gerne noch fragen. Wichtig ist nur, dass es einen Parameter gibt, Patience, gleich, den habe ich auf 50 gesetzt. Der bedeutet, wenn das Modell sich nach 50 Epochs, erkläre ich gleich, was das ist, nicht verbessert, dann bricht er das Training ab oder schließt das Training ab. Insgesamt hat das Training 242 Epochs gedauert. Also ein Epoch beschreibt eine Iteration über den ganzen Trainingsdatensatz, wie das Modell trainiert. Ich habe das auf meinem privaten Rechner gemacht, deswegen hat es ungefähr 60 Stunden gedauert, das Training. Und auf der rechten Seite hier in Abbildung 4 sieht man dann einmal, wie so eine Prediction aussieht. Man hat hier einmal so eine Bounding Box und eine Maske. In dem Fall ist halt die Maske genauso groß wie die Bounding Box. Und oben hat man noch einen Confidence-Score, wie sicher er sich ist, dass das jetzt ein identifiziertes Objekt ist. Oder in dem Fall halt MapL, diese Planunterlage. Zu den Metriken, die waren besonders gut. Precision beschreibt laut Ultralytics die Genauigkeit der erkannten Objekte, die angibt, wie viele Erkennungen richtig waren. Da ist der Wert 0,996, also 1 wäre der beste Wert, da hat er wohl dann einen Fehler gemacht. Und Recall, die Fähigkeit des Modells, alle Instanzen von Objekten in den Bildern zu identifizieren, war 1. Das ist sinnig in dem Fall, weil er wahrscheinlich einmal ein Label halt falsch identifiziert hat, aber trotzdem zwei Label identifiziert hat in einem Bild zum Beispiel. Dadurch kam es dann zum Precision-Error, sage ich mal, und der Recall ist trotzdem noch richtig. Wichtig ist hierbei nur, dass YOLO so schlau ist und im Train-Modus direkt die Validierungsdaten, die man ihm gibt, benutzt, um diese Metriken zu erstellen. Das heißt, man müsste eigentlich, entweder macht man das im Nachhinein oder man macht es einfach direkt im Training und dann gibt er dir, sage ich mal, direkt auch richtig schöne Metriken aus, Abbildungen, die man dann im Weiteren benutzen kann, um das Modell auszuwerten. Genau, kommen wir zu den Ergebnissen des ersten Modells. Genau, das macht man mit dem Predict Mode, also das wurde jetzt auf die Testdaten angewendet. In dem Fall ein Beispielplan, den ich hier habe. Es werden Zuschnitte ausgegeben.
Also das ist einmal, sage ich mal, die Bounding Box und nicht die Maske, die wird zugeschnitten. Dann hat man einmal diese Planunterlage und einmal die Übersichtskarte. Die Planunterlage wurde im Weiteren dann benutzt für das Training des zweiten Modells, also nachher gelabelt wieder. Und die Übersichtskarte, die wird eigentlich nicht mehr gebraucht, ist aber hilfreich, sage ich mal, um den Plan zu lokalisieren. Wo liegt der eigentlich, wenn man es jetzt nicht direkt weiß? Das zweite Modell hatte wieder den Patience-Parameter und hat insgesamt 357 Epochs, also so 80 Stunden auf meinem privaten Rechner gebraucht und hatte aber sehr gute Metriken. Also auf die Validierungsdaten von 300 hatte der eigentlich gar keine Fehler. Und hier sieht man jetzt auch mal besser, man hat hier einmal die Bounding-Box und da ist dann sozusagen die Maske gespannt über das eigentliche Objekt, was er da erkannt hat. Und man hat auch wieder den Confidence Store, den sieht man hier leider nicht so gut, ist aber glaube ich 98%. Genau, das Ergebnis war dann hier in Abbildung 7 zu sehen, Zuschnitt des Plangrundrisses mit transparentem Hintergrund. Wichtig dabei ist aber, dass dieser Zuschnitt musste erstmal, sage ich mal, durch noch eine Erweiterung dieser Funktion, die YOLO bietet, ausgeschnitten werden. Das heißt, man nimmt die Maske und rechnet die dann gegen das Bild und erstellt dann in diesem Schritt direkt ein PNG, weil sonst kann YOLO derzeit nur JPEG ausgeben. So umgeht man das so ein bisschen und man erhält dann, sage ich mal, diesen Transparenzlayer, der halt sehr interessant ist. Des Weiteren hat das Modell irgendwie oft Zackenmustern am Rand. Und das wurde halt so ein bisschen umgangen durch die Nutzung von einer Glättung, also ein Blur an den Seiten der Grafik. Genau, kommen wir dann zur Georeferenzierung. Diesen Schritt habe ich durch Ansätze von der Python-Bibliothek OpenCV probiert zu automatisieren, also dass ich mir automatisiert Ground Control Points ausrechnen lassen kann oder sichern lassen kann durch zum Beispiel Kantenerkennung, weil man hat ja immer für die Georeferenzierung in dem Fall eigentlich die Alkes-Grundlage und die ist ja sehr, also die ist sehr prägnant. Leider hat das aber alles nicht geklappt. Bin dann darauf zurückgegriffen, dass man einfach sagt, okay, diesen Schritt macht man dann einfach manuell und man benutzt für die Georeferenzierung den Zuschnitt, also den Output des ersten Modells. Genau. Als Referenzgrundlage zur Georeferenzierung benutzt man dann einfach ein Alkes-WFS. Vereinfacht, reicht auf jeden Fall. So sieht man dann bestimmte Überschneidungen und kann recht einfach Ground Control Points setzen. In dem Fall braucht man insgesamt nur 3 mindestens. Mehr ist natürlich teilweise besser. Der Transformationstyp war in dem Fall linear, weil der die Möglichkeit bietet, der kann das Bild halt zwar nicht stauchen, aber das wollen wir auch eigentlich nicht, weil wir sonst auch irgendwie, sag ich mal, den Plangrundriss komprimieren. Und wir wählen dann die Option, dass er nur noch eine Word-Datei erstellt. Der Trick dabei ist jetzt, dass man die Word-Datei einfach so umbenennt wie der Output des eigentlich ausgeschnittenen Plangrundrisses, also Output aus Modell 2, heißt, weil die Maße des Bildes von Output 1 und 2 sind gleich, weil ich ja, sage ich mal, das Modell 2 auf den Output des Modells 1 angewendet habe. Das wird besser dargestellt. Hier habe ich das einmal gemacht. Man sieht hier ganz klar, der Plan ist georeferenziert, obwohl das ja eigentlich gar nicht das Bild ist, was ich zur Georeferenzierung benutzt habe. Das ist ja eigentlich der Ausschnitt. Es klappt aber trotzdem. Im nächsten Schritt musste ich dann noch die Vektorgeometrie ableiten. Das habe ich gemacht, indem ich den Rastercalculator genommen habe, initial in QGIS, aber dann im weiteren Verlauf halt mit GDAL-Calc in Python. Da rechnet man dann eigentlich einfach nur alle Raster, alle Pixel auf 1. Das Transparenzband ist 0. Speichert das dann als GeoTIFF. Und ich bin gerade noch dran am Versuchen mit GDAL-Edit irgendwie noch das räumliche Bezugssystem zu dieser Datei zu bekommen. Weil sonst hat man eigentlich immer das Problem, wenn man die Datei dann in QGIS schmeißt, fragt er mich erstmal, okay, welches Bezugssystem hat das eigentlich, weil das die Word-Datei nicht speichern kann. Genau, die eigentliche Vektorgeometrie, die sieht man hier ein bisschen. Da sieht man auch, dass ich sozusagen, was ich mit dem Blur weggemacht habe.
wird dann erstellt durch GEDA Polygonize. Das kann man dann als GeoPackage oder GeoJSON speichern, wie es einem gefällt. Genau. Und dieses, sage ich mal, diesen Rand, den man hat, könnte man noch probieren. Also habe ich schon probiert, mit GEDA Near Black wegzumachen. Hat leider bisher noch nicht geklappt. Aber das ist, sage ich mal, noch offen zur Verbesserung. Letztlich hat man dann den letzten Schritt, Erstellung der Xpand GML. Da benutze ich vom Kreis Viersen hier das QGIS-Plugin Xplan Umring. Da kann man einfach die Metadaten eingeben, teilweise auch schon vordefiniert durch verschiedene Gemeinden. Wenn man jetzt, sage ich mal, die Texterkennung benutzt hat und weiß, okay, der Plan ist aus Gemeinde Hüllhorst, in dem Fall, kann man im Vorhinein eingeben, okay, bitte trag mir zum Beispiel schon die Daten ein, dann wird dir automatisch der AGS eingetragen oder so. Da gibt man dann die Vektorgeometrie, die man vorher erstellt hat, ein und kann sich so ein valides Xpand-GML erstellen. Problem ist nur dann, dass man jetzt noch nicht die Möglichkeit hat, da direkt die Rastergrafik hinzuzufügen. Dieser Schritt wurde dann im Nachhinein einfach mit der Software Xpand-Box, dem Xpand-Manager in dem Fall, wie die Vorredner schon vorgestellt haben, gemacht. Die ist ja jetzt auch Open Source gestellt. Und im Endeffekt hat man dann eine Xpand-GML, die voll valide ist und die Rastergeometrie referenziert mit den ganzen Metadaten, die man vorher halt über dieses Tool eingegeben hat. Und da kann man halt wieder den, sag ich mal, rückblickend gucken, dass man echt vielleicht schaut, dass man durch die Texterkennung sehr viel Daten rausbekommt. Ist aber sehr schwierig, weil die Daten generell sehr heterogen sind. Also die ganzen Scans haben, erstens haben die verschiedene Styles, die haben verschiedene Auflösungen. Also es war nicht einfach und dafür ist das Modell sehr gut. Man kann das zweite Modell, also den Ausschnittsplan Grundrisses, kann man auch direkt auf einen ganzen Bebauungsplan anwenden. Das habe ich schon probiert, das klappt eigentlich auch ganz gut. Genau, das wäre es soweit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat gefallen. Es war leider sehr top-level. Ich bin nicht sehr tief gegangen, ich könnte noch tiefer gehen. Und wenn Fragen sind, gerne Fragen stellen, kontaktieren. Können Sie mich auch über die E-Mails hier oder über GitHub. Ja, gibt es irgendwelche Fragen? Danke. Super, vielen Dank für den Vortrag, für den informativen im Online. Ah, doch, da kommt jetzt gerade einer rein. Jetzt muss ich mir natürlich erstmal durchlesen, das ist eine lange Frage. Oh. Spannendes Projekt und krasse Ergebnisse bei den Metriken. Das riecht ein wenig nach Overfitting. Wie heterogen sind die Trainingsdaten? Hast du das trainierte Modell mal an anderen Daten probiert? Overfitting kann man eigentlich sehr gut ausschließen. Die Frage ist, in dem Prozess, sage ich mal, von LabelMe, wo ich die Daten gelabelt habe, muss man sich vorstellen, wenn man diesen Split macht, shuffelt er die Daten auch. Das heißt, klar, beim Download der Daten kann es sein, dass, wenn ich jetzt sage, okay, ich hätte jetzt nur die letzten 50 Pläne für meine Validierung benutzt, kann es sein, okay, dass diese ganzen Daten aus einer Kommune kommen oder so. Aber dadurch, dass die Daten eigentlich durch LabelMe geschaffelt werden, sollte das nicht der Fall sein. Also ich habe sonst nur, wie gesagt, die Daten sind sehr heterogen an sich, die Pläne. Ich würde es jetzt erstmal ausschließen, weil zum Beispiel auch die Darstellung des Geltungsbereiches ist teilweise durch eine durchgezogene Linie dargestellt, aber auch wieder durch gestrichelte Linien. Also da sind die Ingenieursbüro ganz, ganz kreativ unterwegs. Deswegen würde ich das eigentlich ausschließen, ja. Okay, gibt es weitere Fragen aus dem Publikum? Da hinten. Mikrofon kommt. Aber jetzt gibt es ja auch, schießen die Fragen ja auch so wenn rein. Wenn die Fragen kommen, gerne mir Bebauungspläne schicken. Ich nehme die gerne. Das war nämlich ein Aufwand, die erstmal zu kriegen. Hi, beim zweiten Modell, da hast du gezeigt, also beim ersten Modell war klar, da hat es eine Bounding-Box gezogen. Beim zweiten Modell hast du das auch gezeigt. Wie bist du von der Bounding-Box dann auf die wirkliche Geometrie des Plans gekommen? Oder hat die KI quasi auch die wirkliche Geometrie, also die ja komplizierter ist als eine Bounding-Box, gezeichnet? Genau, die hat den Plan selber erkannt, weil beim Labeling-Prozess vom zweiten Modell, also nur dem Plangrundriss, habe ich jeden Plan einzeln gelabelt und ich glaube, da habe ich pro 100 Plänen so 4 Stunden für gebraucht oder so. Also das war schon viel Arbeit, deswegen. Also das macht die dann alles. Die
zeichnet genau den Plan Grundriss. Also ist dann keine Bounding-Box mehr wie bei einem Auto, dass er einfach nur sagt, da ist eine Box drauf, sondern... Nee, genau, okay. Ist schon feiner. Die Bounding-Box selber wird immer gespannt um die Maße, sage ich mal, der Maske selber. Okay. Genau, das ist ein bisschen misleading. Ja. Dann kommen jetzt noch weitere Fragen hier online. Können Planinhalte, die gegebenenfalls außerhalb des Geltungsbereichs liegen, erkannt werden? Also inwiefern erkannt ist die Frage. Das wird jetzt nicht gesagt. Es sind wahrscheinlich so Schablonen gemeint, die oftmals außerhalb liegen. Ich meine, die könnte man ablesen aus dem Output des ersten Modells, weil das ja die ganze, gesamte Planunterlage ist, aber indirekt erkannt wird das nicht durch das Modell. Dafür ist das Modell nicht trainiert. Falls das die Frage beantwortet, hoffentlich. Dann gibt es noch eine Frage, wurden auch ältere Pläne getestet, besonders so seltsam geklebte oder zerknitterte? Ja, der Stein zerknittert, glaube ich, die Pläne sehr gerne, ja, hat er gerade vor dem Vortrag schon vorgemacht. Das ist einfach zu beantworten, die habe ich eigentlich in der Regel, also diese extrem zerknüttelten Pläne, die habe ich rausgenommen zum Training. Es wäre interessant, da dachte ich auch noch drüber nach, mal zu gucken, was gibt das Modell dann aus, wenn man so einen alten Plan da reinsteckt. Also das wäre sehr interessant. Generell sind aber auch die Pläne so alt, dass die nicht mehr unter diese Planzeichenverordnung 90 kommen. Das heißt, deswegen wurden sie auch ausgeworfen, sage ich mal. Aber es waren trotzdem noch welche dabei. Ich habe die aussortiert, ja. Die wurden entfernt. Gut. Herr Stein hat auch noch eine Frage. Ich reiche mal mein Mikrofon. Ja. Dankeschön. Also das Tool fand ich jetzt, also den ganzen Vortrag fand ich klasse, das hätte ich gerne vor 15 Jahren gehabt. Andersrum gefragt, wenn ich Ihnen heute 1000 PDFs gebe und 1000 Polygone, haben Sie schon mal darüber nachgedacht, im Prinzip dann mit diesen 1000 Polygonen mir 1000 Bildschnipsel auszustanzen? Das ist natürlich nicht so einfach, weil dann müsste man eigentlich den gesamten Bebauungsplan, also die PDF in PNG umwandeln, oder man kann es auch direkt als PDF georeferenzieren. Das heißt, man georeferenziert den gesamten Plan als eine Rastergrafik, benutzt dann die Vektorgeometrie, um das Raster auszuschneiden. Das wäre eine Möglichkeit. Also ich glaube, das wäre auch recht einfach dann zu machen. Das haben damals bei uns die Dienstleister gemacht. Die haben die Pläne dann gescannt. Die haben von uns das Umringspolygon gekriegt und haben dann nachher eigentlich das nur wie so eine Keksschablone verwendet. Ja, genau so. Das geht auch. Gut, weitere Fragen gibt es hier nicht. Im Publikum auch nicht, soweit ich sehe. Dann vielen Dank für den Vortrag. Und jetzt ist, glaube ich, erstmal eine halbe Stunde Pause, ne, soviel ich das aus dem Programm weiß. Also dann noch weiter viel Spaß. Danke.